Augsburg. Gegen Fürth waren wir auch unter unseren Möglichkeiten gewesen, aber ich denke, gegen Aalen war es ein sehr schweres Spiel, weil die einfach mit 10 Mann verteidigt haben. Da kann sich jeder noch gut dran erinnern. Aber dann kam das Spiel natürlich in Aachen. Aachen, das war der Tag des Sydney Sam. An seinem 22. Geburtstag beschenkte sich das Ausnahmetalent selbst mit 3 Toren. Ich liebe ja eigentlich diese Abendspiele. So mit Flutlicht und alles. Und in Aachen hat auch ein geiles Stadion, einen geilen Platz. Und ich war einfach heiß und es war auch ein bisschen nass. Und ja, ich habe 2-mal abgezogen und ja, der Ball war drinne. Es war eine taktische und spielerische Meisterleistung des FCK. Und es war das Spiel, das die Weichen wieder in Richtung Aufstieg stellte. Wichtig für eine Ruhe, wichtig auch wieder für die Mannschaft, für eine Bestätigung, dass sie das spielen kann. Und die Art und Weise war natürlich enorm. Die ganze Mannschaft feierte, außer einem. Pierre de Witt hatte mit einer Energieleistung die Vorlage für Sams ersten Treffer geliefert. Vielleicht die Schlüsselszene zum Aufstieg. Ein paar Minuten später war sein Kreuzband gerissen. Bereits zum 3. Mal. Seine Mannschaftskameraden spielten wieder um den Aufstieg. Er kämpfte um seine Karriere. Die Hoffnung ist groß, aber die brauche ich auch gar nicht, weil ich weiß, dass es wieder funktioniert. Immer wenn es darauf ankam, steigerte sich der FCK, fuhr zum richtigen Zeitpunkt die Siege ein. Kapitän Martin Amedic war in diesen Phasen erst recht die Führungsfigur im Team, spielte souverän, verlor nie die Ruhe. Vom Kopf her war es natürlich in der Rückrunde auch was anderes, ja, vom Anspruch und vom Druck. Die Gegner haben sich viel mehr hinten reingestellt, haben sich auf unsere Spielweise eingestellt und wollten letztendlich erstmal nur zerstören, anstatt mitzuspielen. Da hatten wir weniger Räume. Pierre de Witt war bei jedem Heimspiel da. Stefan Kunz hatte große Pläne mit dem ehemaligen Leverkusener, wollte mit ihm das Offensivspiel im zentralen Mittelfeld verbessern. Aber die Mannschaft lieferte auch ohne ihn begeisternde Spiele ab, besiegte den direkten Konkurrenten St. Pauli mit 3:0. Spätestens jetzt war klar, dass Marco Kurz keine Notlösung, sondern ein Volltreffer war. Diese ersten Gespräche, wo es darum geht, mit so einer gewissen emotionalen Intelligenz einen Charakter oder einen Typen zu beurteilen, muss ich sagen, er war total offen, er hat sich nicht verstellt, er hat genau von Anfang an gesagt, was er gerne hätte, wie er sich das Ganze vorstellt, wie wir uns das vorstellen, er hat sich total damit identifiziert und was dann nachher wichtig ist, er hat es auch gelebt. Das System Kurz funktionierte besonders in den Duellen mit den anderen Aufstiegskandidaten teuflisch gut. Wenn das Spiel rum war, dachte man nur, wo nehmen die Kraft her und diese Liebe zum Spiel und die Emotionen, die sie ins Spiel reingelegt haben. Man hat sich da einfach nur gefragt, wo holen die das her? Karlsruhe. Ein Orkan fegte über das Stadion hinweg. Das Spiel stand auf der Kippe. Tausende von Fans unterstützten den FCK auch hier. Wir machen 89 Minuten das Spiel und die kommen immer vor das Tor. Und mach es 1:0. Die Mannschaft spielte eine Halbzeit lang viel zu passiv und geriet in Rückstand. Das hat nicht gesagt. Aber einmal mehr sorgte individuelle Klasse des Tabellenführers für die Wende. Erst Jendrischek mit Torriecher. Dann Lakic mit konsequenter Chancenverwertung. Ja! Ja! Wer will uns doch schlagen? Es war immer wieder von neuem erstaunlich, wie diese junge Mannschaft ihre Leistung steigern konnte, wenn es die Situation erforderte. Danke, mein Freund. Danke für die 2 Tore. Und das
der Lieblingsspieler